Kann Ihnen eins sagen, die Rahmenbedingungen, die passen hier aber sowas von. Zwei Mannschaften, beide motiviert. Wir gehen von einer ausverkauften Arena aus und das hat auch durchaus seinen Grund, denn das Wetter, das spielt wirklich mit. Sonnenschein, wunderbar, angenehme Temperaturen, kein Wölkchen zu sehen. Also es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Die Nationalhymne Österreichs. Wie die Hymne präsentieren, beeindruckend. Niederlande. Mit drei Offensiven ganz vorne. Deine Einschätzung dazu, Hansi? Es gibt natürlich Trainer, die mit diesem 4-3-3 so ihre Probleme haben. Gerade dann, wenn sie vor allem defensiv denken. Gerade dann, wenn sie ein kompaktes Mittelfeld haben wollen. Wer sich für dieses 4-3-3 entscheidet, der glaubt an die Schnelligkeit, an die Dribbelstärke und vor allem auch an die Spielintelligenz seiner drei Jungs da vorne. Ab geht's. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Athletisch überragend, immer wieder mit Riesentempo nach vorne gehen. David Alaba ist auf seiner Position für mich fast schon komplett und vielleicht werden wir das heute ja auch erleben. Auf alle Fälle, der bringt alles mit, was ein Fußballer braucht. Dragovic. Einfach mal Langholz. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorn orientieren? Ja, absolut, aber warum? Ganz klare Strategie. Jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken und je mehr Druck wir machen, umso mehr Kontrolle bekommen wir über den Gegner, über die Flügel. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Und sie freuen sich über ihren eigenen Ballbesitz und sie merken gar nicht, dass sich Ballbesitz noch nie auf der Anzeigentafel niedergeschlagen hat. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Den will er haben. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Raus damit! Blind. De Jong. De Roon. Und rüber auf die andere Seite. Babel. Kommt der an? Ein herrliches Zusammenspiel. De Roon, er bringt ihn. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Arnautovic. Jetzt die Chance. Er versucht's. Da
das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Keine Treffer in Durchgang 1, also alles noch offen. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Die Teams gehen mit einem 0:0 in die zweite Spielhälfte. Sabitzer! Da haben sie am Treffer geschnuppert. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. De Roon. Van Dijk. Wijnaldum. De Ligt. De Jong. Blind. Sucht die Schnittstelle. Und da ist der Pass. Gut aufgepasst. Ja, der war draußen, so mit Einwurf. Toll gelöst. Ab auf die Flanke. Den hat er. Das ist Memphis Depay. Memphis Depay macht das Spiel gut breit. Das ist nicht von dieser Welt. Und er zieht ab. Das ist ein Torwart, das ist ein Torwart. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Wijnaldum. Babel. Richtig guter Lauf da auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Hereingabe. Er zieht durch. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Unglaublich. Ist das der Durchbruch, auf den alle gewartet haben? Und er hat die nötige Ruhe und die nötige Klasse, um den zu machen. Grandios, herrlich, ein Augenschmaus. Die wunderschöne Flanke und der perfekte Abschluss aus der Luft. Da ist es, das erste Tor der Partie. Es hat sich irgendwie angedeutet, es hat einen neuen Aggregatzustand hergestellt, aber gelaufen ist diese Partie natürlich noch nicht. Baumgartlinger. Sabitzer. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Er probiert es mal mit dem Heber. So eben gerade noch dazwischen gefunkt. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es einfach kein Durchkommen. Sie haben das entscheidende Tor gemacht, aber ich glaube, diese Partie wird nicht eingehen in die Annalen als eines der besten Fußballspiele aller Zeiten. Das war unser Live-Bericht. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten.